Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich meinen Amazon Fire TV 4K heute bekommen. Der hat leider keinen optischen Ausgang. Ich möchte den über meinen Matrix laufen lassen. Und das geht nicht einfach so, weil da würde 4K verschwinden. Das werde ich euch im Hardware-Check auch genau zeigen, dass 4K dann verschwindet. Und mit diesem Gerätchen, was ich euch jetzt unboxe, bleibt 4K uns erhalten. Das erkläre ich euch aber alle denn im Hardware-Check-Video. So, und das ist der Ligavo 308001. HDMI Splitter 1:2 4K 60 Hz, HDMI 2.0, HDCP 2.2 HEVC. So, leck mich am Arsch, ist das ein Ausdruck. Und ich habe mir extra, um diese Produkte zeigen zu können, die neuen von Ligavo, mit dem HD, mit dem 4K, dass 4K wirklich durchgeht. Ich habe euch ja gesagt, ich will hier 4K durch, alles auf 4K machen. Habe ich mir die Fire TV Box geholt und da kann ich euch das dann natürlich jetzt am besten zeigen. Ich mache auch ganz schnell ein Unboxing, versprochen. Ich will ja auch alles anschließen und mein 4K-Genuss genießen. Ach, ist der klein und schnucklig. Ich habe gedacht, der ist größer. Auf der Verpackung sieht der so riesig aus. Das ist nur so ein kleines Ding. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch eine Anleitung. Ach, davon gibt es drei verschiedene. 1:2 ist der. Dann haben wir 1:4 und 1:8. Das ist das, was ich euch gesagt habe, wo ich es nicht genau wusste. Jetzt kann ich es euch ganz genau sagen. 1:2, 1:4 und 1:8. Das heißt, ein Gerät rein, 8 Geräte kommen raus. Da seht ihr es. Ja, und die Anleitung ist natürlich für alle drei gleich. Auch hier wieder in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Espanol. Brauche ich jetzt nicht wirklich, weil die Sache ist wirklich komplett selbsterklärend, Leute. Also das ist wirklich kein großes Hexenwerk, das zu verstehen. Hier steht wirklich alles haargenau mit wie viel Strom. 720p, 1080p. Hier steht wirklich alles. Boah, also da gibt Ligavo sich immer extrem große Mühe, das wirklich eigentlich für Idioten zu erklären. Das soll jetzt nicht negativ heißen, dass alle Idioten sind oder so. Nee, ich meine nur, die erklären das so genau, dass das wirklich jeder versteht. Ich habe auch schon welche mit bei gehabt, bei mir, die mir Fragen gestellt haben, die wirklich Technik nicht so auf dem Neuesten sind und nicht so technikaffin sind, aber durch die Anleitung haben die durchgesehen, bloß die braucht noch ein bisschen kleine Starthilfe. So, und jetzt haben wir damit bei, das Gerät und ein Stromkabel. Mehr ist nicht mit bei. Ich werde euch auch mal ranzoomen. Tudum. Mehr ist nicht mit bei. Das Gerät ist wirklich auch ganz klein und schnucklig. Das werden wir uns im Hardware-Video genauer angucken. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.